wie zu den Menschen. Ich weiß nicht, was bei dir im Leben widerfahren ist. Weiß nicht, woher du kommst. Ich schicke weder Menschen noch Tiere ins Schlachthaus. Du stellst das Tier in diesem Gespräch, was ich gerade mit dir führe, über den Menschen. Wo? Wo? Ich schicke weder noch ins Schlachthaus. Ich mit bin für Grundrechte von fühlenden Individuen unabhängig gerne ihrer im Nachhinein Spezies. Anschauen, natürlich. Ja, ich stelle sie nirgends über, niemals stelle ich Menschen oder Tiere oder umgekehrt. Du wertest bestimmte Menschen gerade ab, ehrlich. Nein, ich muss niemanden so abwerten, der ein Tierquäler so die Sklaven, ist. Natürlich die genauso Sklaven, die du die bis heute... Boah, ich hoffe, die lassen sich jetzt mal gegenseitig ausreden. Das geht ja nicht. Gibt es noch Sklaverei? Bis heute werden noch Menschen ausgepeitscht, ausgegrenzt. Ja, habe ich auch nie anders behauptet. Ja, du stellst das aber mit diesem Fleischessen gleich. Nein, ich würde es dir auch gerne noch mal in Ruhe erklären, warum ich das mache. Aber ich fürchte, du bist einfach Logik nicht zugänglich, weil du hier deine Scheuklappen zumachst. Und das ist eigentlich schade für jemanden, der sonst so offen ist. Die soll einfach mal die Art ein bisschen umswitchen, die Tonlage, dann passt das doch. Dann kann die doch gerne sagen und auch mal ein bisschen Verständnis haben für Leute, die nicht Veganer sind. Und sich sogar als Friedensträger hier im Internet brilliert. Das ist auch schön, aber wie kann man Frieden haben, aber Krieg mit den Tieren führen? Was hast du bisher mit deinem Aktivismus erreicht? Kann man Frieden, aber Krieg mit den Tieren führen, okay? Was hast du bisher mit deinem Aktivismus erreicht? Was hast du für die... Ey, kaputte Felge, entspann dich mal. Wieder 5 Abos. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Danke dir. Tiere erreicht, Schau. Ich habe eine Menge erreicht. Ich habe dazu erreicht, dass meine Community sich mehr mit dem Thema Biofleisch auseinandersetzt. Ja, dass sie auch darauf achten, wo die Qualitätsmerkmale sind. Da gibt es einige Videos dazu. Und ich rufe auch meine Community öfters dazu auf, sich mit dem Thema vegan auseinanderzusetzen. Was mache ich? Was hast du mit deinem Aktivismus erreicht? Schau mal, was wir hier gerade haben, ist so, du hast keine Evidenz, bitte. Ich habe keine Evidenz. Ich will gar nicht mit Zahlen rumschlagen. Es ist eigentlich irrelevant. Nicht mit Zahlen, ich will dir mit Fakten rumschlagen. Ja. Guck mal, mit deinem Aktivismus, was du erreicht hast. Also ich habe faktische Evidenz von über 10 Leuten am Tag, die mir Nachrichten schreiben. Ich bin jetzt vegan. Aber selbst wenn das alles nicht so wäre... Ich möchte wissen, wie viele hunderte Hassnachrichten du bekommst und nicht... Nicht wie viele 10 liebevolle Nachrichten. Du mal, weißt, was die Wahrheit will. Funktioniert, oder? Hass, das arbeitet mal, im nein, Kopf. Ja, das arbeitet. Da arbeitet gar nichts, du machst zu. Die Phasen das ist der jetzt Wahrheit, ja bei mir gerade auch ja, der Fall. Genau, aber da musst du einfach, was muss ich dir denn jetzt gerade wie sagen, damit du die Tiere... Stolarek, 93 Marek, danke dir fürs Abo. Ruhe lässt. Gar nichts. Genau, dann gar kann nichts. Ich dich doch eh nicht erreichen. Dann kann ich es gleich gar ideologisch nichts. So machen, wie ich es für am richtigsten halte. Indem ich unvoreingenommen mal, in dieses ich Gespräch weiß, hier, die ich Logik weiß, der mal, Situation präsentiere. Ich weiß, dass es... Leittiere gibt es, Massentierhaltung, ich weiß das, ich bin auch kein Befürworter dafür. Doch, bist du jedes Mal. Nach dem Video brauche ich erstmal ein Stück Masthuhn, Freunde. Nein. Wenn du dafür zahlst. Ja, natürlich. Dann bist du ein Befürworter. Ich hole aber Biofleisch, wo ist dein Problem? 3 Euro Döner ist kein Biofleisch, Charo, lüg mich nicht an, lüg deine Community. Wenn ich jeden Tag ein 3 Euro Döner esse. Wenn du sagst, du bist kein Befürworter, dann... Der hat's geholt fürs Video, entspann dich mal. Machst du's nie, aber selbst Leute, die Milch und die Eier, vegan, die du konsumierst, unabhängig jetzt vom Fleisch, kommen... Kummer. Auch nicht alle aus Bio. Und dein du ist auch Aktivismus. Nur so ein Ablasshalle. Safe, das hat wirklich diese Talkshow-Vibes von damals, aus den 90er, 2000er. 100% sehe ich genauso, Digga. Darauf bitte zurückzukommen. Was hat dein Aktivismus damit, was hast du bewirkt? Okay, selbst wenn ich jetzt nichts was bewirkt hätte, selbst wenn ich bis jetzt noch nie darf ich dir mal einzige... sagen, was du bewirkt hast? Gar nichts. Kannst du mir natürlich sagen, Sicht... ohne Evidenz, aber ja. Bitte? Hau raus. Guck mal, du hast dazu geführt, dass du junge... Die Einzige, die hier diese Frau supportet, ist wirklich meine Cousine hier im Chat. Die ist einfach auf ihrer Seite. Das ist einfach nur krass. Menschen, ja, die aus meiner Sicht nicht auf deine Höhe sind, vom Charakter. Arabella Show. 2 bei Calvas. Ja, dich mit diesem Thema zu unterhalten. Du hast geschafft, in diese jungen Menschen Hass zu verbreiten. Wo? Indem Liebe du einen Nacken... Deadboy 1303, danke dir fürs Prime-Abo. Du Klatscher bekommen hast? Ja, was du lieb. Andreas Türk. Der war auch krass. Ich bereite schon, weil ich eine Nackenklatsche bekomme. Nico 4K, danke dir für den netten Text, mein Bester. Ja, weil deine Art und Weise scheiße ist. Das heißt, Amen. Wenn ich einem Friedensprediger ins Gesicht gebe, nein, hat der Friedensprediger... Der Friedensprediger hört sich die Meinung anderer Menschen das heißt, an und er lässt die schuld Meinung an meinem, an dem Nackenklatsch. Bin ich schuld? Du bist, ich sag mal so, du hast deinen gewissen Teil dazu beigetragen, dass du einen Nackenklatscher bekommen hast. Als nächstes sagst du, hast Frauen... Hat die einen Nackenklatscher bekommen? Weiß das einer? Daran schuld sind, dass sie vergewaltigt das werden. Das ist du dann die nicht nächste Stufe. Natürlich kann man das. Das ist doch absurd. Ich darf, es gibt sowas wie Meinungsfreiheit. Nein. Ich darf öffentlich meine Meinung so kundtun, wie ich 100%, möchte. Ja? Mir 100%. Darf keiner in den Nacken schlagen. 100%. Okay, ich sag heißt, ich dir, was das dazu geführt dran. Hat. Wenn du charakterisch schwächere Menschen suchst, ja, und du deine Meinung denen einbrechen willst, ja, einbrechen willst, und diese jungen Menschen sich in deren Lage nicht anders wissen zu verhalten und die Hass empfinden, Hass spüren, kriegst du einen Nackenklatscher oder klauen sie dir die Cam. Man sieht deine Hasskommentare, ey, unter deinen Videos, du willst Tiere retten. Mal kurz gucken, Freunde.
was denn hier so kommentiert wird unter Charos Video. Das würde mich mal auch interessieren. Ich denke, Raphael ist eine liebenswerte Person. Fängt schon gut an. Raphaela, nicht Raphael. Sie wird wirklich sehr nachdenklich und traurig. Bitte schürt ihr keinen Hass, weder an Charo noch an Raphaela. Charo, gib Tristan bitte für sein Reingrätschen beim ausländischen Täter-Slang eine fette Umarmung. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, so einen Geschäftspartner und Freund zu haben. Das kommt bestimmt noch, die Szene. Okay, also Kommentare sind gut, ja. Sind jetzt respektvoll auf beiden Seiten. Finde ich auch noch gut, weil, jetzt mal Spaß beiseite, sie hat eine toxische Art und Weise zu reden, aber sie hat auch viel Scheiße erlebt wahrscheinlich. Sie setzt sich zwar ein für die Tiere, ich finde die Art und Weise, wie die sich einschätzt, ist auch völlig bescheuert, ja. Aber ich finde, dennoch sollte jeder für sich selbst entscheiden, was er tut und wie der sich ernährt. Du kannst Menschen heutzutage sowieso nicht zwingen, ja. Kannst dich, das geht nicht, es funktioniert nicht. Und vor allem mit dieser Art und Weise, das funktioniert ja gar nicht. Das ist, erinnert mich schon an einen Zeuge Jehovas oder irgendwas, wo du aufgezwungen wirst, irgendeiner Sekte beizutreten, Digga. Wo du gezwungen wirst, ja. Wo du einen monatlichen Beitrag bezahlst. Jeder soll selbst entscheiden, was er ist. Ich verurteile keinen Veganer, ich verurteile auch keinen Fleischfresser, ja. Wie sie das wiedergibt, ist wirklich asozial. Freunde, sollen wir daraus einen Zweiteiler machen? Oder sollen wir weiter Gas geben und das Video zu Ende gucken? Ich wäre dabei, ich bin gerade voll im Flow, ich wäre dabei, das durchzuziehen, weil das ist gerade wirklich interessant, Freunde. Weiter Gas, weiter Gas geben. Mehrheit sagt weiter, okay, weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Jeder schreibt dir, ey, ich... Wir sind auch gerade voll im Flow drin, das können wir nicht stoppen, das funktioniert nicht. Der ist erstmal ein Döner. Und das meinen die Leute, die schreiben das nicht nur so, die meinen das todernst. Mhm. Die gehen sich auch den Döner für 2 Euro reinziehen. Charo, was das schaffst du mit deinem Aktivismus. Nein, das schaffst du mit deinem Aktivismus, was ich dir sagen will. Vor allem, sich vegan zu ernähren, ist auch, glaube ich, wirklich nicht so günstig, oder? Jetzt rein, okay, wenn du jetzt nur, keine Ahnung, Salat frisst, okay, aber davon wirst du ja nicht satt. Aber wenn du jetzt, wenn es dir finanziell nicht gut geht, und du willst vor allem auch auf deine Werte irgendwie kommen? Ist es teuer? Ich glaube nicht, dass es allzu günstig ist. Weil man will sich ja auch ab und zu mal so ein veganes Schnitzel gönnen oder irgendwas anderes. Da denke ich mal, ist schon ein bisschen... Sie sollte auf jeden Fall mal ein Video mit Paul Unterleitner machen. Das ist... Nein, das ist ein Märchen, schreibt meine Cousine. Okay. Aber wenn man jetzt beispielsweise alleinerziehende Mutter ist, mit 2 Kindern, und die Kinder sind in der Grundschule und man will den Kindern ja auch irgendwie ein Brot schmieren für zu Hause, für die Schule und weiter. Und Mittagessen kochen, Abendessen, mal dem Kind irgendwie eine Süßigkeit gönnen, 100% vegan. Ich glaube schon, dass es teuer ist. Ne, es geht hier nicht nur um Fleisch, Freunde. Dass Fleisch teuer ist, weiß ich, definitiv. Aber kein Käse, keine Butter, keine Milch, dies, das, Ananas, das ist ja natürlich schon irgendwie... Du musst allein schon Vitamin B12 und Folsäure D3 substituieren und diese Subs sind auch noch teuer, muss man bezahlen. Kaisenrot, danke dir fürs Prime-Abo, Digga. Ja, naja, Pasta mit Gemüse ist billiger als Bolo. Das stimmt. So, weiter geht's, Freunde. Versuch. Also Chat ist da ausgeglichen. Der eine sagt teurer, der andere sagt nicht so teuer. Pilze mit Reis. Was eine Mahlzeit. Doch mal. Was gab es denn heute bei dir? Bei mir gab es heute Pilze mit Reis. Wirklich mit Liebe. Ja. Mit Liebe zu machen. Geh doch mal wirklich auf die Menschen zu. Lass mal die Meinung anderer und versuch die mal zu sagen, ey, du hast einen veganen Tag, Charo, das ist sehr gut. Man könnte aber ein bisschen weiter dran arbeiten. Das ist aber schon mal ein großer Schritt. Charo, du sagst direkt, dass das scheiße ist. Hab ich nicht. Anders formuliert. Hab ich nicht. Anders formuliert, hab ich nicht. Anders formuliert. Oh Gott. Doch. Hab ich nicht. Ich schau mir. Hab ich nicht, hab ich nicht. Wie so ein 9-jähriges Kind, Digga. Gerne, du wieder. Hab ich nicht. Schau uns gerne an. Ich habe nie gesagt, dass das schlecht ist, dass du dich überhaupt mit dem Thema befasst, dass du was verändern möchtest. Mhm. Das ist auch das, was ich in einem Video, was du vorher gesagt hast, dem Mädchen gesagt hat, die vegetarisch war, wo ich gesagt habe, hey, ich finde das schön. Irgendwie, Marcel, danke dir fürs Prime, Abo, Digi. Du suchst immer das Negative heraus. Du siehst nie was Positives. Da gebe ich ihm recht. Du siehst alles schlecht. Für dich ist auch ein Glas halb leer, anstatt halb voll. Genau wie dieses Mädchen damals auf mich zugekommen ist, die gesagt hat... Hä? Die geht nicht mal...
niemals auf ihn ein. Guck mal. Du siehst nie was Positives. Du siehst alles schlecht. Für dich ist auch dein Glas halb leer, anstatt halb voll. Geil. Genau wie dieses Mädchen damals auf mich zugekommen ist, die gesagt hat, hey, das ist voll schlimm, was mit den Tieren passiert, deswegen bin ich... Die geht gar nicht auf den einen, null. Ich bin Vegetarierin geworden und sagst du, hey, das ist voll schön von dir. Ich guck weiß, mal, davon der Opa gibt's... hat dich sogar verarscht heutzutage. Das wird dem auch ein paar Mal gesehen. Sind sie schon vegan? Ey, der Arme, das ist echt, das ist krass. Das Video kenne ich, das ist heftig. Guckt euch bitte diesen Opi an. Ich dachte wirklich, das ist, ich wurde selbst verarscht. Nein. Ist schlimm, oder? Oh nein. Es ist furchtbar. Ja, ist schon gut. Wollen wir uns kurz hinsetzen? Nein, da war's mein Nixer. Was für ein Penner der Typ doch ist. Aber ich feier es. Wir setzen uns kurz hin. Aber das ist schön gemacht. Nein. Sind Sie nicht vegan und Sie fühlen sich nicht schuldig? Ich fresse Fleisch jeden Tag. Ich fresse Fleisch jeden Tag. Sind Sie nicht vegan und Sie fühlen sich nicht schuldig? Ich fresse Fleisch jeden Tag. Oh, geil, Alter. Mann, ein älterer, reifer Mann, du gehst mit so ein ernsthaftes Thema in die Öffentlichkeit. Ja. Der ist ein alter Mann, der schon eine gewisse Lebenserfahrung hat. Der sagt, oh, ey, aber so ein ernstes Thema, die macht das so bei was, die nehme ich erstmal auf den Arm. Ja. Die nehme ich erstmal auf den Arm. Also, nur wenn man älter ist, hat man recht. Nee, und mit Jungen darf man generell nicht über Gerechtigkeit sprechen. Wenn du die Vorlage so behämmert gibst, ist klar, dass du verarscht wirst. Wenn du die Vorlage gibst, ist klar, dass manche junge Menschen aus ihren Gefühlen nicht anders handeln können, dir eine Nackenklatscher dazugeben. Okay. Ich habe nicht über weder den Nackenklatscher noch... Das ist nicht korrekt, dass sie da einen Nackenklatscher kassiert hat, das finde ich nicht in Ordnung, Freunde. Ja? Darüber, dass er mich verarscht hat, bitte? Jemals beschwert. Boah, das ist krass. Ja, ich benutze all diese Sachen, weil ich der Menschheit zeigen will, wie krass die Reaktanz von manchen Menschen ist. Als Außenbetrachter sehe ich das so, Wir leben in einer schwierigen Zeit, das habe ich dir gerade schon mal gesagt. Corona, die Menschen sind verhasst, Inflationskrise. Wir haben eh schon Probleme genug. Ja. Wir müssen dazu gucken, heutzutage, dass wir uns näher kommen. Ja. Ja? Und das nochmal, das, wie du das machst, du sorgst dafür, dass wir es... Du schürst Hass aus meiner Sicht. Wie gesagt, das sagst du einfach komplett evidenzbefreit. Also wir haben hier genauso gut Menschen, die genau das Gegenteil über mich sagen würden. Das sind alles Anekdoten. Aber mag wie dem sein, auch sein. Mag sein, dass da mal bei den einen oder anderen oder mal was ankommt. Mag ich nicht bestreiten. Aber der größte Punkt, das sieht man auch an deinen Kommentaren, ist Hass. Ja. Ist so. Hass. Viele Veganer haben sich von deinem Aktivismus distanziert. Ja, haben sie. Ja, weil den Veganern das auch um den Sack geht. Wie die sich benimmt. Warum? Weil sie Angst haben, Leute auf den Schlips zu treten. Nein, Mann, weil die merken, deine Art und Weise ist behämmert. Das ist das, was ich dir sage. Lieber Charo, du würdest wahrscheinlich auch keine Kritik darüber annehmen, wenn jemand richtig schlecht kocht und dir dann sagt, dass dein Schnitzel scheiße ist und dass du das anders machen sollst. Habe ich noch letzte Woche in der Küche gehabt. Aber du würdest dann wahrscheinlich sagen, hey, schön, dass du mir das sagst, aber ich mache es jetzt weiter so, wie es besser schmeckt. Ich arbeite daran, genau. Und, wir können nur voneinander lernen. Ja. Das ist das, was ich auch damit sagen will. Und ich höre ja auch diese Sachen und ich lese ja auch die Kommentare. Und ich sitze ja jetzt gerade mit dir hier, statt in deinen Laden zu rennen und mit einem Megafon dich nur anzuschreien. Also wobei die inhaltliche Wahrheit meiner... Charo ist so korrekt und lädt die sogar noch in ein veganes Restaurant ein. Freunde, danke für die stabile Zuschauerzahl hier. Sehr, sehr stabil, Mann. Nein. Du nimmst gerade was an. Manchmal. Jetzt gerade nicht. Nein, warum? Jetzt gerade nicht. Weil du, wie gesagt, so ein Mensch bist. Nein. Ne? Stell dir mal vor, du würdest... Ja, mein Charos Stierhodengericht. Du bist einen Stand machen, wo du bist Libanese, hast du gesagt, oder genau, wo du einen Stand machst, wo du sagst, okay, ich verteidige meinen kulturellen Hintergrund und setze mich dafür ein, dass wir nicht diskriminiert werden dürfen, weil wir genauso fühlen können wie Menschen, die nicht libanesisch sind, die aus Deutschland, aus Österreich oder sonst was sind. Und du machst diesen Stand und dann kommt einer, lass mich ausreden. Bitte. Und dann kommt einer daher, der schlägt jeden Tag deine Familie, deine Kinder, weil sie einfach Libanesen sind und sagt, jetzt, ja, scheiße. Und der sagt, ey Junge, diese Vergleiche, wo holt die die her, Digga? Aus welcher Höllen? Aus welchem Höllengedanken? Sag dann so, haha, Charo, ich diskriminiere euch weit. Mani Mark 21, danke dir fürs Abo. Und sagt, jetzt, ja, scheiße. Und der sagt dann so, haha, Charo, ich diskriminiere euch weiter, aber übrigens ist ein Stand hier, das bringt gar nichts. So würdest du diesen Menschen zuhören? Welche Stimme hast du da gerade nachgemacht? Wen hast du da gerade imitiert? Das frage ich mich auch. Irgendeine Stimme von irgendeinem Menschen, der da... Okay, geil. Das war, wo
der liebe Tristan eingegrätscht ist, das ist der Kameramann von Charo. Sehr, sehr stabil. Wen hast du da gerade im Mikrofon? Das frage ich mich auch. Irgendeine Stimme von der. Hat die einen Popel in der Nase, Digga? Nein, guck mal, das Menschen, ist Schuss, halt ne, guck mal, du redest so, ne, guck mal, ich finde so, du redest über Rassismus, du affst manche Menschen hier nach und das finde ich so meine respektlos, jetzt, guck mal, das finde ich wirklich so von respektlos. Von Respekt reden, aber Tiere zum ehrlich, Schlachthof. Ja, die hatte einen Popel und genau jetzt holt ihr den Popel raus, Freunde, und knallt sich ihn irgendwo zwischen ihren Burger. So, warte. Landet der Mund raus? Okay, in der Serviette, das ist stabil, sehr hygienisch. Ach, das ist Sklaverei, Holocaust. Aber die holt straight bei laufender Kamera Popel raus und klatscht sich den in ein Taschentuch. Stabil. Mit Fleisch essen gleichzeitig, ja. Finde ich wirklich respektlos. Ich kann es dir gerne nochmal erklären, aber du müsstest mich halt mal ausreden. Du brauchst ausreden das nicht erklären. Jetzt lass mich mal ausreden. Und ich würde es mir wirklich vom Herzen wünschen, ne, dass du das, was du gerade so halbherzig bestätigen wolltest, dass das wirklich mal mit dir was auslöst, dass du wirklich mal dran arbeitest, mal mit ein bisschen Liebe. Und lass mal die andere Meinung zu, dass wir uns schaffen, wirklich an einen Tisch zu kommen, ja. Dass du noch mehr Leute schaffst, wirklich an einen Tisch zu bringen. Würdest du die Meinung von einem Rassisten zulassen? Ich bin auf jeden Fall so weit in der Lage, dass ich mich mit einem Rassisten an den Tisch setze und sage, warum er ein Rassist ist. Ja. Oh Gott. Bin ich ein Rassist? Die ist doch der Rassist, weil sie hat doch nur eine Meinung. Für sie gilt nur vegan und das ist rassistisch. Das ist rassistisch, finde ich, oder nicht? Für die gibt's doch nichts anderes außer vegan. Das ist Rassismus, Digga. Rassist zu den Tieren. Wo bin ich? Ein Rassist zu den Tieren? Guck mal, sowas gibt's in meiner Welt nicht. Ich habe bisher in meinem Leben richtige, ernsthafte Probleme gehabt. Das sind richtige, ernsthafte Probleme. Nein, das sind keine richtige, ernsthafte Probleme. Das sind die Probleme, du hast bisher, finde ich, in deiner Welt immer Langeweile gehabt. Du hast gesagt, was kann ich jetzt machen? Wow. Mein Studium, ich habe meinen Ärztetitel. Wow. Was kann ich jetzt machen? Ah, ich schaffe mir einfach ein Problem. So ist das, wie ich... Wow. Guck mal, du sagst zu mir gerade, das ist jetzt so wie kindisch. Das, genau dasselbe machst du gerade. Aber ist nicht schlimm, meine Liebe. Guck mal, fass mich bitte nicht an. Ah, guck mal, jetzt gerade haben wir uns noch fast Honig um den Mund gespielt, jetzt fass mich nicht an. Hat sie die angefasst? Hat er die angefasst? Oder? So an der Hand oder wie? Jetzt so wie kindisch. Das, genau dasselbe machst du gerade. Aber ist nicht schlimm, meine Liebe. Guck mal. Okay, da, der will sie beruhigen. Der will sie gerade beruhigen und da kommt direkt der Blick auf Charos Fleischfresserhand. Fass mich bitte nicht an. Fass mich bitte nicht an. Ah, guck mal, jetzt gerade haben wir uns noch fast Honig um den Mund gespielt, jetzt fass mich nicht an. Guck mal, was ich dir sagen will, ob ich dich anfasse oder nicht, was ich dir... Sie ist echt anstrengend, die Frau, okay? Sie ist sehr, sehr anstrengend. Sagen will, Fakt ist, meine Liebe, ne? Mach das weiterhin, nur mit ein bisschen Liebe. Lass mal weitere andere Meinungen zu. Bravo, sehr gut gesagt. Lieber Charo, nein, lässt du mal, bitte die Tiere in das Ruhe? Ist, guck mal, du machst dich damit auch hier mit dieser lieber Charo, machst du dich auch wieder über Menschen lustig. Ich rede gerade mit der Raffaella und du brauchst jetzt nicht in andere Persönlichkeiten reinzuschlüpfen, um dich da ein bisschen zu verkriechen. Geil gesagt. So, lass mal ein bisschen Liebe zu. Wir brauchen nur ein bisschen Liebe, so wie Rosenstolz das sagt. Ehrlich. Schau mal, ich habe halt Liebe, sowohl für Menschen wie auch für Tiere. Nee, für Menschen hast du weniger Liebe, du hast mehr Liebe für Tiere. Du weißt schon, dass ich Ärztin bin, gell? Ja, das weiß ich. Die ist Ärztin? Aber für Tiere, oder? Tierärzte noch nicht. Ja. Du musst mir jetzt vorwerfen, dass ich keinen Respekt vor dem menschlichen Leben habe, dass ich keine Liebe für meine Mitmenschen habe? Für die Tiere hast du mehr Respekt und mehr Liebe. Wie, woher willst du das wissen? Wie gesagt, ich behandle ja alle gleich. XI Payton, danke dir fürs Prime-Abo, Digi. Das sehe ich an deiner Art und Weise. Ohne Gewalt und ohne Diskriminierung. Das sehe ich an deiner Art und Weise. Du vergleichst Sklaverei mit Fleischessen. Ja, das zeigt mir schon, wie respektlos du bist. Das zeigt, du hast doch keine jetzt Liebe. 10-mal gesagt, darf ich es jetzt einfach einmal erklären? Freunde, wir haben die 500 Zuschauermarke geknackt. Vielen lieben Dank für den Support. Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Nein, weil du das schon 1000 Mal im Netz erklärt hast. Da will ich gar nicht hören, weil du kannst das nicht nachempfinden. Wenn du so mal in einer Haut, beispielsweise in schwarze Menschen steckt. Als Objekte und Sklaven benutzt haben und der Rassist gesagt hat, ja, Schwarze sind ja nur Objekte oder der Sexist gesagt hat, ja, Frauen sind ja nur Objekte, die darf ich unterdrücken und diskriminieren oder gar über Kinder oder Menschen anderer Kulturen und Hautfarbe oder Sexualitäten. So sagt unsere Gesellschaft jetzt größtenteils, ach, das sind ja nur Tiere. Die moralische Denkweise von der Diskriminierung und der Unterdrückung ist einfach unabhängig vom Opfer. Die Diskriminierung bleibt die gleiche. Ob wir das jetzt eben Rassismus oder Sexismus nennen. Wir sollten weder nach der Hautfarbe, Kultur, Sexualität oder Geschlecht diskriminieren und eben auch nicht, ob jemand im Körper von einem Schwein ist oder nicht. Junge, hat die das auswendig gelernt? Nicht, weil diese Tiere, die haben ein gleiches Bewusstsein wie unsere jungen Kinder, wie Katzen, wie Hunde. Keiner von uns will zum Schlachthof. Du willst nicht zum Schlachthof. Du willst nicht so behandelt werden, wie weißt, du selbst die Biotiere behandelst.
Digga, wie Roboter, wie Siri. Die redet einfach wie Siri. Und damit warst du mal wirklich in ein dritte Weltland? Warst du mal in ein dritte Weltland? Diese Tiere. Warst du mal in ein dritte Weltland? Warst du mal da, wo richtig Armut war? Ja, war ich. Ja? Wo denn? In Mumbai. In Mumbai. Was hast du denn da gemacht? Wir waren dort auf Tourismus und es war ganz, auf Tourismus. Auf Tourismus. Ich meine wirklich, warst du mitten da drin, wo die Menschen auch wirklich Probleme hatten? Ja. Oder warst du auf Tourismus? Wir sind da durchgegangen und es war halt im Rahmen von einer touristischen Sache. Du musst es mal erleben. Ja, du musst es mal erleben, wie die Menschen da unten verhungert, versklavt werden, aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Herkunft. Das sage ich auch gar nicht, dass das nicht passiert. Das kannst du nicht nachvollziehen, weil wenn du nur ein bisschen Funke nachvollziehen könntest, würdest du nicht so Respekt. Mit diesem Fisch weg im Mund feiere ich. Bloß das eine mit einem anderen vergleichen. Ich muss nicht wissen, wie das ist, einen Herzinfarkt zu haben, um zu wissen, dass das für meinen Patienten nicht gut ist. Und wenn ich es vermeiden könnte, dann sollte ich es vermeiden. Und genauso muss ich nicht immer jede Form von Diskriminierung und Gewalt erlebt haben, um zu wissen, dass es sie zu vermeiden gilt. Guck mal, liebe Raffaella, wir werden eh nicht hier auf einen Punkt kommen. Auf gar keinen Fall, Digga, auch nicht in 100 Jahren. Nee, leider nicht. Sie sagt sogar nein, leider nicht. Ich meine, du bist leider logikresistent. Nein, du wirst leider keinen Döner essen. Doch, ich veganen Döner. Ich habe einen veganen Tag eingebaut, auf den ich jetzt ab heute wirklich scheiße. Das ist ein pflanzlicher Tag. Nein, da ist auch kein pflanzlicher Tag mehr. Da hast du, irgendwann mal muss ich mich wieder damit auseinandersetzen. Aber du hast erstmal wirklich völlig reingegriffen. Die Veganerin war gemein zu mir, jetzt muss ich ein Tier töten. Ja. Wahnsinn. Guck mal, meine Liebe. Guck, dass wir mehr Liebe auf der Welt haben. Ja, absolut. Auch für die Tiere. Junge, die ist doch voller Hass. Nee, erstmal fürs Zwischenmenschliche. Die leiden genauso wie wir Menschen. Nein, nein. Nein. Ich muss keinen Gewalttätern gegenüber Liebe vorbringen. Menschen, die Schau, der Gewalttäter. Der Chat ist ja auch alles Gewalttäter. Absichtlich Gewalt an Schwächeren ausüben. Wer ist ein Gewalttäter heutzutage? Jeder Mensch, der absichtlich, obwohl er weiß, was mit den Tieren passiert, Tierprodukte kauft oder sich für nicht vegane Dinge entscheidet, der unterstützt direkte Gewalt an fühlenden Personen, nur weil sie in anderen Spezies stecken. Guck mal, hier hast du dir dieses Problem erschaffen. Nein, das habe ich mir nicht erschaffen. Doch, du bringst das so krass. Freunde, ich lasse das Video weiterlaufen. Ich höre es auch. Meine Küche befindet sich direkt hier. Ich hole ganz schnell ein bisschen Masthuhn. Also kriege ich ganz viel schlechte Laune hier. Du willst das so krass, deine Meinung in andere Köpfe reinbrechen. Ich fasse mich kurz zusammen. Dass du eher das Gegenteil erreichst, wie als das, was du erreichen willst. Von daher, dein Aktivismus, du sagst, du willst für die Schweine sprechen. Das ist so, wenn ich das jetzt so reflektiere, ich sag es dir noch. Du erreichst damit nichts, du erreichst das Gegenteil. Zeig mir, dass du ein bisschen für dich so irgendwo dein innerlicher Raffaella ein bisschen schön bist. Du kriegst deine Aufmerksamkeit, du stehst ein bisschen im Rampenlicht, die Leute kommen auf dich zu, die unterhalten sich. Es ist immer wieder lustig, wenn Nicht-Veganer kommen, um einen Aktivismus zu kritisieren, an dem sie schuld sind, dass ich ihn überhaupt machen muss. Nein, das wird persönlich, weil dein Aktivismus nicht mehr beim Aktivismus ist. Hast du irgendeine Rechtfertigung dafür, nicht vegan zu sein, Charo? Ich? Ja. Es ist mein Genuss. Ja, das heißt, Genuss rechtfertigt ich Gewalt. Ich bin damit groß geworden. Guck mal, ich bin Tradition. Damit. Nee, nichts Tradition. Guck mal, nichts Tradition. Ich bin damit in dieser Gesellschaft groß geworden. Ja, und ich kenne das auch von. Ich habe das so gelernt in der Schule. Und mein Genuss ist jetzt 200 Gramm Masthuhn mit bisschen Maiswaffel, Freunde. Weiter geht's. Ich habe meine Schneidezähne, ich habe meine Reißzähne, ich habe meine Kauzähne. Ja, das wurde mir alles hier in der Schule beigebracht. Ja, und wenn ich sage jetzt so, du willst mir jetzt eine andere Meinung nahelegen. Und ich sagte ja, ey, cool, ich befasse mich schon einen Tag damit. Und du zählst mir jetzt nur die schlechten Tage, die schlechten Sachen auch kannst von den einen Tagen. Kannst du es noch dreimal wiederholen, es wird deswegen nicht richtiger. Babalabab, bringt keinen Sinn. Schacho bricht ab. Wie sie gesagt, Geschmack und Tradition können keine Gewalt an fühlenden Individuen rechtfertigen. Manche Menschen sind in einem rassistischen, homophoben Haushalt aufgewachsen. Und es hat ihnen vielleicht sogar Genuss gebracht, Frauen Baba Kebab, nicht Babalabab. Zu diskriminieren. Das sind alles keine Rechtfertigungen, um solche Gewaltakten und Diskriminierung weiterzumachen. Diese Menschen werden dann therapiert, stell dir das mal vor. Genau, und du solltest auch therapiert werden, damit du deine Gewalt gegenüber Tieren ablegst. Nein, weil das, was ich mache, ist vollkommen normal. Es ist normal. Ich werde nie abstreiten, dass Fleisch essen, Milch trinken und so weiter normal ist, weil Normalität nicht immer Rechtfertigung für ethische Rechtsbrüche ist. Ich finde schon, die sollte auf jeden Fall einen Rabattcode bei Rocker bekommen, oder? Hier in der Gesellschaft, in der wir leben, schaffst du ein Problem, was gar kein Problem ist. Schau mal in die Schlachthäuser, schau mal in die Tierindustrie, schau mal in die Augen der Tiere und sag mir, dass das kein Problem ist. Habe ich schon gemacht. Ich schaffe hier gar nicht. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich mir nicht bei meinem Metzger des Vertrauens einkaufen. Habe ich doch schon alles gemacht. Ja, ist doch, habe ich doch schon alles gemacht. Also, Charo rechtfertigt Tiermord durch Genuss und Tradition. Wir halten es fest. Und er tötet jetzt mehr Tiere, weil die Veganerin gemein zu ihm war. Boah, jetzt hat sie es ihm aber gegeben. Masthuhn schmeckt heute besonders gut, Freunde.
Mahlzeit. Das ist Ihre Aussage. Auf jeden Fall, guck mal, ich will da auch nicht weiter drum rumrütteln. Du bist fest eingefahren, so wie ich fest eingefahren bin. Ich will jetzt auch hier so das Schlusswort finden. Wir leben in einer ekelhaften Zeit. Ja. Kein Grund, ekelhaft diese, zu sein. Genau, das geht ja auch für dich, nicht nur für mich. Auch den Tieren gegenüber. Auch für den Tieren gegenüber, lassen wir auch den Tieren gegenüber. Mhm. Du willst Aktivismus, die Stimme der Tiere erreichen. Ich schwör's dir, wenn die Tiere das mitbekommen, was du hier machst, die würden auch alle auf dich kacken. Ehrlich, weil du machst vollkommen das... Was ein Beispiel. Ihr Rabattcode würde heißen... Das wäre Ihr Rabattcode, Alter. Gegenteil, ja. Du machst wirklich gesagt, vollkommen das Gegenteil. Du kannst mir immer noch Gegenteil. Nicht sagen, was ich jetzt machen muss, damit du einfach vegan bist. Was du machen musst, so lass so doch mal die Meinung anderer Menschen zu. Ich lasse sie zu, ich habe sie mir angehört. Ich okay, gesagt, dann lass das ab heute zu. Wenn jemand dir sagt, heutzutage, der trinkt nur noch Milch, dann sag ich, ey, super, mach weiter ja, so. Ja, lass die Meinung eines Rassisten zu. Komm, Schwarze sind schlecht. Ich habe mein Wort gesagt, Leute, ich will nicht dagegen mehr angehen. Ihr seht, die Frau, die sagt immer... Stellt euch vor, so Outtakes, einfach so eine Bombe von der Seite. Mal wieder, das sind Rassisten und was weiß ich was. Das ist Diskriminierung. Für mich, was ist Diskriminierung? Ja, was mit den Tieren passiert, das ist Diskriminierung. Ja, ist okay, du diskriminierst auch andere Menschen. Das ist für mich aus meiner Sicht viel, viel schlimmer. Und das ist auch für mich nachvollziehbar, wenn du einen Nackenklatscher bekommst, wenn du deine Kamera geklaut wird, wenn der Opa dich verarscht. Und Gott, wenn der Opa dich verarscht. Gott bewahre, was in Zukunft noch passiert. Das wünsche ich mir nicht. Von daher, und das geht wirklich an alle jungen Menschen, wo diese junge Frau, die versucht immer wieder diese jungen Menschen abzugreifen. Wenn ihr diese junge Dame seht, macht bitte einen ganz großen Bogen. Wollt ihr euch mit dem Thema vegan ernähren? Boah, Junge, Charo sagt doch, alle sollen sich von dir distanzieren. Sucht euch richtige Aktivisten. Es gibt wirklich einige, jede Menge, die euch auch mal gut sprechen für das, was ihr macht. Und wenn ihr auch nur mal einen Tag vegan habt oder auch mal eine Stunde vegan habt, da gibt es viele gute andere Aktivisten, die das besser machen. Nur um sie macht bitte einen großen Bogen, weil die ist völlig fest eingefahren. Sie sagt zu mir, ich bin Rassist. Dabei ist sie aus meiner Sicht noch mehr Rassist, wie ich es, als sie es von mir behauptet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Lieben. Wolltest du auch noch was sagen? Es gibt keinen ethisch signifikanten Unterschied zwischen den menschlichen... Guck mal, Charo, seine Reaktion. ...und den nichtmenschlichen Tieren, der es rechtfertigt, sie systematisch zu unterdrücken und ins Schlachthaus zu schicken, aber nicht das Gleiche auch bei Menschen zu tun. Rassismus ist im Endeffekt das gleiche Gedankengut wie hinter dem Speziesismus. Nein. Lebt vegan statt brutal. Speziesmus. Und schaut euch auf von die Wahrheit auf der Seite an3x.org an. Schaut euch das an. Von wo hast du dieses Wort Speziesismus rausgezogen? Also das Speziesismus-Wort ist wie... Bruder, was bedeutet dieses Wort Speziesismus, Digga? Wie viele andere Worte? Aus Langeweile entstanden. Wir haben mit Lasttag nichts zu tun. Wir ziehen uns jetzt mal ein Vokabel und gehen das damit Aktivismus. Das haben Tierrechtsphilosophen. Philosophen, genau. Natürlich, da, ja. So wie viele Worte halt einfach gemacht werden, um Begriffe und Situationen beschreiben zu können. Und man hat kein Problem, halt man hat sich ein Problem erschaffen. Das Problem gibt es, aber wir haben halt ein Wort dafür geschaffen. Das stimmt. Wir haben ein Wort dafür geschaffen, um dieses Problem in Worte zu fassen, weil, wie gesagt, Diskriminierung einfach unabhängig dann ist von der Individualität des Individuums. Und wünsche es mir für die Zukunft, dass du mehr Liebe widerfährst. Ja. Ja, ich hoffe, dass du verstehst, dass Genuss keine Rechtfertigung für systematische Unterdrückung und Gewalt sein kann. Das werde ich nie verstehen. Ja, das ist solange schlimm, du das diesen ist Aktivismus so hart machst, werde ich das nie verstehen wollen. Genau. Solange ich existiere, muss Charo einfach Tiere ins Schlachthaus schicken. Ich glaube, an dieser Stelle beenden wir das. Und ich wünsche dir ein schönes veganes Leben, Charo. Danke. Ich wünsche dir ein gesundes, schönes Leben, sehr viel Liebe und ich hoffe wirklich, es kommt ein bisschen was an von mir. Dann werden wir ja in die Zukunft sehen. Peace. In deiner Religion? Outtakes, krass, es gibt jetzt noch Outtakes, okay? Musst du keine Tiere essen und keine Tierprodukte essen, richtig? Falsch. Also an Opferfest sollte ich auf jeden Fall ein Opfertier opfern und das den Armen beschenken oder mitgeben. Also ich kenne genügend Muslime, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, mein Gott sagt, ich darf vegan sein. Oder steht nirgendwo im Koran. Natürlich, ich darf hier auch vegan sein. Also ich sage es ja nicht. Also kein Tier opfern. Nicht doch, Opferfest. An Opferfest muss ich ein Tier opfern. Das Opferfest und hat sich doch so entwickelt, dass eine reiche Familie etwas abgibt, etwas opfert für eine ärmere Familie. Nee, etwas opfert. Nee, wer sagt das denn? Das ist die Interpretation Opferfest. Vom Opferfest. Nee. Dass man praktisch etwas opfert für den Gott, dass man das dann... Okay, Freunde, an der Stelle beenden wir das Video, weil ich bin kein Fan von Politik- und Religion-Talks. Das gehört nicht in meinen Stream und sollte auch in Zukunft nicht in meinen Stream gehören.